KinoCast. Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen KinoCast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Na, wie geht's euch? Gut. Ja. So. Und selbst? Ja, auch. Da können wir ja loslegen. Schön. Können wir ja loslegen. Bis nächste Woche. Ist gut, ciao. Was sollen wir machen? Das ist super, ja. Das war, vorhin war es angenehm kühl draußen. Ne? Ja, wir haben Filme mitgebracht, als da wären No Hard Feelings. Hatten wir in der Sneak Preview in der vergangenen Woche mit Jennifer Lawrence, die diesmal nicht mit Pfeil und Bogen unterwegs ist. Und was haben wir noch so geschaut? Ich guck gerade mal. Gar nicht. Ja, doch, im Heimkino. Ich habe Tyler Rake, Extraction, den zweiten Film hier, Teil 2. Ich habe extra hingeschrieben in unserem Dokument Teil 2, damit ihr nicht denkt, das wäre meine Wertung. dann sehe ich hier The Life After, einen Film auf RTL Plus. Okay, weiß ich gar nicht, was es sein soll. Serien. Oh, die eine, die erkenne ich. Da habe ich, glaube ich, die Kate gefragt, ob sie die gesehen hat. The Ark auf Sci-Fi. Ist, glaube ich, so von den Machern von diesen Stargate-Filmen und sowas. Da gab es ja auch Serien, da gab es ja auch eine ganz viel. Dann Secret Invasion haben wir geschaut, die neue Marvel-Serie auf Disney Plus. Und Black Mirror bei Netflix, ein bisschen reingeschaut. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen mit Spoiler-Tags arbeiten müssen. Wir gucken mal, wie tief wir uns da reinbegeben. Ja, apropos tief reinbegeben, Chris, wir hatten No Hard Feelings. Wow. In der Sneak Preview. Oha. Oh, wow, was eine Überleitung, hey. Autsch. Ihr macht da mehr draus, als es eigentlich ist, ne? Aber I see what you're thinking. Okay. Ja, also No Hard Feelings mit Jennifer Lawrence, die spielt eine Maddie. Bitte? Maddie. Ja, ich wollte sagen, eine junge Frau, aber du hast Namen schon parat, sehr gut. Sie hat ein Haus, sie lebt in Montauk in Long Island und gleich am Anfang wird ihr das Auto abgeschleppt, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil sie ist Uber-Fahrerin und verdient damit ihr Geld. Und es kommt auch noch mit dazu, dass sie Post bekommt oder sehr viele Rechnungen, wie man das so bei Peter Zwegert so sieht, ne? Wenn die Leute dann ihre Rechnungen schon gar nicht mehr aufmachen, so ein Riesenstapel liegt dann da schon, so ungefähr ist es bei ihr auch und da ist halt das Finanzamt hinterher, weil sie hat irgendwelche Steuern nicht bezahlt für ihr Haus und ja, die wollen ihr dann quasi das Haus wegnehmen und jetzt, wo ihr auch noch die Verdienstgrundlage entzogen wird mit ihrer Uber-Fahrerei, sieht es natürlich ganz schlecht aus. Sie jobbt noch so ein bisschen in so einer Bar, aber ja, ich weiß gar nicht, wie sie es überhaupt dahin geschafft hat, in diese Bar, weil so, wie sie sich da benimmt gegenüber ihren Kunden, das sieht man übrigens auch im Trailer, weiß ich gar nicht, ob das so unbedingt, ob sie da die Richtige für den Job ist. Und ja, auf jeden Fall hat sie erstmal Geldnot. So. Sie guckt dann auch so ein paar Anzeigen durch und findet dann so eine Anzeige im Internet, dass eine Familie sucht für ihren etwas schüchternen Sohn, bevor der aufs College geht, suchen die eine Frau, eigentlich eine junge Frau, so um die 20, die ihn mal so ein bisschen verführen soll. Und das aus seinem Schneckenhaus herausholt. Genau, das war der Wortlaut im Film, ja, aus seinem Schneckenhaus herausholt, damit er eben dann auf dem College dann nicht so der Außenseiter ist, der noch nie irgendwie mit einer Frau was hatte und so weiter. Und ja, weil sie nun wirklich, Jennifer Lawrence, Maddie, weil sie nun wirklich so am Ende ihres Lateins ist und denkt sie halt, okay, sie versucht das mal. Sie muss dann mit ihren Inline-Skates dahin fahren, weil sie ja kein Auto hat und kommt dann zu der Familie und der Vater von dieser oder von den Eltern wird gespielt von Matthew Broderick, auch schön, den mal wieder zu sehen. Die Mutter Laura Benanti, die kannte ich jetzt nicht so. Und erstmal findet das in Anführungszeichen Vorstellungsgespräch nur mit den zwei Eltern statt. Und sie hatten sich eigentlich ja jemand erhofft, die ein bisschen jünger ist, so um die 20. Und das sieht man aber auch schon alles im Trailer. Also die Witze werden so ein bisschen vorweggenommen, die dann kommen. ja, sie ist natürlich jetzt nicht Anfang 20, sondern ein bisschen älter. Und aber weil denen irgendwie die Kandidaten ausgegangen sind oder die anderen Kandidatinnen nicht so die richtigen waren für den Job, nehmen sie dann
die. Warst du nicht die Erste, die sich beworben hat? Hatte sie nicht irgendwie gesagt, ja, irgendwie, ihr habt keine andere Wahl oder sowas? Vielleicht hat sich niemand gemeldet, genau. Ich glaube, es hat sich niemand gemeldet. Ich glaube, sie war sogar die Einzige. Das kann natürlich sein, dass sich da niemand gemeldet hat, ja. Aber auf jeden Fall haben sie halt keine Wahl. Sie müssen sie nehmen, wenn sie da wollen, dass das mal vorwärts geht hier. Und sie soll als Bezahlung ein was war das, ein Buick oder so? Ein Buick, ja. Ein Buick bekommen, der irgendwie, der mal dem Opa gehört hat, der ewig rumsteht und so. Und dann kann sie halt wieder ihrem Job nachgehen. Ja, so viel dazu. Sie wird dann angeheuert und das Ganze hat natürlich so einen leicht anrüchigen Touch, ne, weil sie natürlich, das ist ja fast ein bisschen Prostitution und so, was sie da macht. Und sie lernt dann halt den Jungen kennen, da wird halt das so ein bisschen arrangiert, da wird gesagt, wo er sich immer aufhält und sie völlig übertrieben versucht sie da auf sich aufmerksam zu machen gegenüber dem Jungen, aber der ist irgendwie erstaunlich reflektiert, also gar nicht so schüchtern, wie die Eltern gesagt haben, und er hat da schon doch eine ganz klare Meinung und ja, irgendwie schaffen sie es dann doch, dass sie auch mal miteinander reden, und das Ganze ist so ein bisschen leicht fremdschämerig auch, was da so passiert, da muss man ein bisschen aufpassen. Leicht ist leicht das, untertrieben. Gleitet ganz schön ab, hat aber immer noch so eine gewisse Charmanz da drin und ja, sie kommt ihm natürlich dann näher und ja, was dann passiert, wollen wir jetzt mal nicht so verraten, aber er sagt halt, ja, er will nicht hier mit irgendeiner Random hier sofort ins Bett gehen, er will sie erstmal ein bisschen kennenlernen, was natürlich ein bisschen komisch ist, weil die Beziehung, die Maddie so hatte in der Vergangenheit, das waren eher so, ja, One-Night-Stands, wo sie einfach nur da ein bisschen Spaß haben wollte, gar nicht die Leute großartig kennenlernen und ja, viel mehr hatte sie auch nicht gehabt. Letzten Endes lernen beide, oder sie freuen sich dann auch beide so ein bisschen an und beide lernen eigentlich mehr über sich selbst auch aus der ganzen Geschichte und viel mehr will ich mal nicht verraten. Ja. War auf jeden Fall eine coole Sneak, fand ich. Also für einen Sneak-Film absolut top. Durchaus. Es war ja der erste Ausflug von Jennifer Lawrence in eine Komödie. Und es ist, ja, tatsächlich, also ich muss vielleicht nochmal anders anfangen. Also der Film hat schon Spaß gemacht. Es hat mich sehr, sehr vieles an so 90er, 2000er Komödien erinnert, wo halt so ein bisschen auch teilweise ein bisschen vielleicht plump daherkommen, weil das macht aber Jennifer Lawrence ganz, ganz hervorragend, die ganz arg oft einfach komplett drüber ist mit ihrem ganzen Zeug. Und da muss ich sagen, das ist das tatsächlich, was mir am meisten an dem Film Spaß gemacht hat. Es sind schon manche Szenen dabei, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen muss, wo man denkt so, Gottes Willen, das war jetzt schon ein bisschen platt oder auch so, ja, ich weiß nicht, hätte man vielleicht auch anders lösen können. Er hat Spaß gemacht, er war relativ kurzweilig und erzählt halt, ja, eine nette Geschichte, die man im Sommerkino auf jeden Fall gut zeigen kann. Ja, ich mochte diese Stimmung in dem Film. Eigentlich, das war alles so, ja, es war so schön gedreht, das war so dieser Ort, das war jetzt nichts, was man schon irgendwie tausendmal gesehen hat in irgendwelchen Filmen, also dieses Montauk oder so, diese gefühlte Kleinstadt, wo halt immer irgendwelche Touristen nur in den Sommerferien da hinkommen und dann ist sie wieder total ausgestorben und hat mich so ein bisschen so von der Art her mit dem Wasser und mit den Gebäuden und mit den Menschen, hat mich so ein bisschen an Dawson's Creek erinnert, da hatte ich so ein paar Flashbacks gehabt und diese leicht romantische Geschichte zwischen den Zweien, das hat ziemlich gut gepasst, dieses so, ja, und so, und dann klappt das nicht so ganz und dann, ja, dann, ja. Also das mochte ich schon sehr. Also mir hat er echt gut gefallen, auch Soundtrack gut und, ja, gut gespielt auch von den beiden. Also es hätte ja wirklich massiv abgleiten können, das thematisch gesehen, fand ich, und auch vom Spiel her. Und das haben sie wirklich gut im Griff behalten. Ich lese gerade, der Regisseur Gene Stupnitsky hat zum Beispiel auch, war auch zum Beispiel mitverantwortlich für ein paar Sachen von The Office. Dann Bad Teacher, was man vielleicht kennen könnte, oder Good Boys, nichts für kleine Jungs. Ja, also da sieht man vielleicht schon ein bisschen so humormäßig, in welche Richtung das hier geht. Und auf jeden Fall ein echt cooler Film. Nicht nur für die Sneak empfehlenswert. Der startet, oder ist der jetzt schon gestartet? Hat man den bei den Kinostarts mit drin? Der startet jetzt, glaube ich. Ich weiß auch nicht.
Ja, ich glaube, der startet jetzt erst. Also eine Empfehlung von mir, auf jeden Fall. Kate, haben wir dir Lust drauf gemacht, auf den Film vielleicht den mal im Heimkino dann zu gucken oder so? Ja, ich mag ja Jennifer Lawrence und mal was anderes zu sehen, sie in einer anderen Rolle zu sehen. Ja, warum nicht? Ja. Okay. Ich lese gerade. Ja, immer. Ist am 22. gestartet. Ich habe es gerade mal kurz gecheckt. Ja. Ach so, ich wollte auch gerade gucken. Na gut, von mir nehme ich deswegen 8 Punkte tatsächlich, weil er hat mir echt Spaß gemacht. Ich hatte den ganzen Film über ein gutes Gefühl und für eine Sneak absolut top. Ging auch nicht so lange und so war. Also wir hatten ja schon manchmal ewig lange Filme in der Sneak, aber der war hier irgendwie so etwas über den typischen 90 Minuten und ja, die Charaktere cool und ja, hat gepasst. Ich habe ihn bei 7 Punkten. Ich hatte ihn ursprünglich bei 6 Punkten, aber dann ist mir eingefallen, hey, Jennifer Lawrence war in dem Film nackt. Oh, das sollte man ja noch erwähnen. Genau. Obwohl, ich glaube, das sah nach Bodydouble aus, so ein bisschen. Es wirkte so ein bisschen CGI-ig, die Szene. Ich weiß nicht. Völlig egal. Ja. Man muss auch mal damit zufrieden sein. Das war ja. Ich fand es insgesamt. Das hätte auch schief gehen können, die Szene, aber die war extrem cool. Ich fand die sehr cool. Ja, die war witzig. Ich fand die sehr cool, die Szene. Ja. Und ich liege damit auch ganz schön gut, hey, habe ich festgestellt. Nicht in unserer Gruppe sind tatsächlich 50% der abgegebenen Stimmen auch bei 7 Punkten. Also. Ja, ich sehe, also ich habe es jetzt gerade mal aufgeklappt hier, das ist alles im vorderen, also im Mittelfeld bis zum Topfeld, würde ich sagen. Ja. Also 5 Punkte hat keiner gegeben, alles liegt drüber, 6, 7, 8, 9. Hat sogar einer 10 gegeben oder ist das dieser Ausgleich da, dieser 1%? Weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall sehr, sehr gute Wertung hier in der Gloria Sneak Gruppe auf Facebook, die ich euch nochmal wärmstens empfehlen möchte, liebe Hörer. Nicht euch, ihr seid ja eh drin, aber. Ja, apropos, wenn wir hier einmal drin sind, wie lautet denn der Tipp für morgen? Der Tipp lautet: Das muss Schicksal sein. Das muss Kessel. Und es wurden 2 Tipps abgegeben: einmal Indiana Jones in The Dial of Destiny. Glaube ich, ist eher weniger. Und ein Film namens Love Again. Ja, gut, bei Indiana Jones ist das ja das Schicksal schon im Titel, im deutschen Titel, ja. Und das Love Again, das hat, glaube ich, auch, ja, könnte sein. Ich glaube, der Martin hat da mal wieder recht mit Love Again. Hm. Lohnt sich für mich gar nicht, jetzt irgendwas zu tippen. Ich glaube, das ist es. Ja, mal schauen. Okay, dann sind wir jetzt schon bei den Charts und Neustarts, wenn ich das richtig sehe hier. Sneak-Tipps haben wir abgehandelt. Kino-Charts und Neustarts. Wir haben keine Charts bekommen. Oder habt ihr was bekommen? Ich habe nichts bekommen. Nee, Maggie ist nicht da gewesen. Ach so, dann müssen wir hier mal gucken auf unseren üblichen... Wo haben wir das immer hergezogen? Hier, Top German, hier. Mal ein bisschen nach vorne blättern. Was ist hier die aktuellste Woche? Welche Kalenderwoche sind wir denn? Ich habe hier mein 15. bis 18.06. Ja, genau. Mein Favorit war irgendwie im Februar oder so. Ich musste ganz schön nach vorne blättern. Ja, ich kann auch. Also, hier auf Platz 6 ist ein Neueinsteiger. Da fange ich gleich mal an. Das ist Asteroid City. Auf Platz Nummer 5, Guardians of the Galaxy Volume 3. Empfehlenswerter Film. Platz 4, Fast 10 oder X. Wie es auch immer heißt, keine Ahnung. Fast X. Das könnte auch ein Kleber sein. Platz Nummer 3, Ariel, die Meerjungfrau. The Little Mermaid. Ja, Platz 2, sehr gut. Könnte eigentlich fast noch höher kommen. Das ist jetzt der Kampf DC gegen Marvel. Platz 2 ist The Flash. Ja, wobei ich gehört habe, dass The Flash tatsächlich an den Kinokassen nicht so gut läuft. Und das stimmt. Ganz ehrlich, kann ich nicht verstehen. Ist ein echt guter Film. Ja. Guckt ihn euch an. Geht unbedingt rein. Das ist auch ein Kinofilm. Also gerade so die Bilder, die man dann sieht und so. Das ist was fürs Kino ist. Da wartet nicht drauf, bis es zu Hause im Streaming läuft oder irgendwas. Geht da mal ins Kino und guckt euch das mal an. Wahrscheinlich auch Platz 1 ist auch eine Kinokarte wert. Ja, Platz 1 ist nämlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Ja, den haben wir noch nicht gesehen, aber vielleicht. Übrigens, jetzt gibt es ja, ich weiß nicht, ob euch das ein bisschen tangiert hat, diesen Kulturpass. Ansonsten, vielleicht sage ich nachher was dazu im allgemeinen Bereich. Ich trage es mal hier mit ein, weil das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis für viele. Oder wie das heißt, Kulturpass. So, machen wir erstmal weiter. Heimkino. Heimkino. Ich brauche meinen
Mein Bumper, hier ist er. Heimkino. Hattet ihr eigentlich damals diesen Tyler Rake Extraction 1 geschaut, der dann, ich glaube, während Corona auf Netflix kam? Ich bin jetzt ungern der Kaputtmacher, aber Filmstarts haben wir jetzt einfach übersprungen. Filmstarts haben wir übersprungen, du hast recht. Dann sag, Kinostarts und. Sag's doch einfach mal ein bisschen eher, bevor ich den Bumper reinhole. Es dauert ewig, ja, bis ich den Bumper finde. Sag's einfach, stopp, wir brauchen noch die neue. Halt, blablabla. Stopp. Blablabla. Vom Kinostarts und Neustarts. Dann mehr ich hier ewig rum, da hält er sich zurück, wartet, bis der Bumper kommt, sagt, was war das, falsch. So, es startet denn? Fang du mal an, komm, das was. No Hard Feelings startet. Mit Jennifer Lawrence, habe ich gehört. Das soll ganz gut sein, habe ich auch gehört. Ach so, ich dachte, du wolltest hier mit Indiana Jones. Weil sowohl als auch, was ich aufblätter, ist immer Indiana Jones als bei erster am 29.06. Ja. Ah, okay. Dann guck mal, Gott, heute ist ja der Film. Ey. Ja. Indiana Jones und ich drehe am Rad des Schicksals. Harrison Ford zurück in seiner Paraderolle als. Als Indiana Jones. Es gibt als ja das Gerücht, Rick, dass. Rick Deckard. Ja, aber kennt ihr das Gerücht, dass die ganzen Indiana Jones Filme da spielen, wo Han Solo in der Krypto-Dingsen ist? Und es gibt sogar Hinweise, angeblich, in den Filmen. Naja, ist wie mit der Zahl 23, wenn man an irgendwas glaubt, an irgendeine Verschwörungstheorie, sieht man dann überall die Zahl und so. Ja, oh, da gibt es einen tollen Film über die Zahl 23. Ja. Okay, Indiana Jones, habe ich auch so gemischte Rezensionen gehört. Ja, wenn er in das Sneak kommt, würde ich ihn, glaube ich, mal nehmen. Aber ich weiß nicht, ich bin seit dem Kristallschädel nicht mehr so euphorisch und renne da nicht sofort ins Kino bei dem Film. Ja. Dann startet auch noch neu. Ruby taucht ab. Ein Animationsfilm, ich glaube von DreamWorks ist der. Da habe ich schon den Trailer gesehen, als ich mit meinem Kleinen in dem Asterix-Film drin war. Und da waren echt viele Kinder drin, die manche Trailer sehr gefeiert haben. Und bei dem Trailer waren alle relativ ruhig. Also da ist nicht mehr der Trailer gut angekommen bei den Kindern. Also zumindest von der Euphorie her. Deswegen weiß ich jetzt nicht so ganz, ob der Film gut laufen wird. Aber wir werden sehen. Wir müssen sehen. Get Up, deutscher Coming-of-Age-Film mit den Influencern Lisa und Lena über vier Freundinnen, die eine Skate-Crew gründen. Stuttgart. Ja, super. Besties startet auch noch ein französisches Coming-of-Age-Drama über zwei Mädchen aus rivalisierenden Freundeskreisen, die sich zueinander hingezogen fühlen. Wahrscheinlich so eine Art hier Romeo und Julia oder so. Ja, dann haben wir noch 20.000 Arten von Bienen. Ein spanisches Drama, welches die preisgekrönte Newcomerin Sofia Otero in der Rolle eines achtjährigen Kindes auf der Suche nach der eigenen Geschlechteridentität begleitet. Oh, da würden wieder einige rausgehen in der Sneak hier, die mit solchen Sachen nichts anfangen. Genauso wie bei Besties wahrscheinlich. Startet auch noch die unschärfe Relation der Liebe. Deutsche Liebeskomödie von Lars Kraume, in dem eine notorisch lügende, extrovertierte Schulsekretärin ihr Bestes gibt, um einen stoischen, pleitegehenden Metzger zu verführen. Ja, diese Schulsekretärin, oder Chris? Unsere ist mega cool. Also. Aber ja, das ist so. Sorry, wenn ich das hier so lese, ist es eher so gewürfelt. So, okay, unser Charakter, was soll er vom Beruf sein? Ein Würfel. Ja, Schulsekretär, cool. Und jetzt geben wir noch Eigenschaften. Also so klingt es für mich. Ja, aber was weiß ich schon. Before Then and Now, noch ein Drama, eine indonesische Emanzipationsgeschichte vor dem Hintergrund der politisch instabilen 1960er Jahre. Ich habe noch zwei Sachen, wir haben jetzt gerade, vielen Dank an Kino.de für die Zusammenfassung, dann habe ich noch zwei Sachen, die ja bei Filmstarts noch mit drin stehen, die jetzt auch starten diese Woche. Zum einen Maigret, das war ja der Film, den ich in der Sneak Preview gesehen hatte, ja, mit Gérard Depardieu, etwas, sage ich mal, so ein behäbiger Detektivfilm, aber der so in dem Stil der alten Maigret-Filme war, also hat durchaus gepasst. Und es gibt auch noch in dieser Reihe Best of Cinema eine Wiederaufführung von Eiskalte Engel, Cruel Intentions. Und das war so gefühlt für mich damals der erste Film, wo mir der Soundtrack komplett gefallen hat. Es gab da, glaube ich, kein Lied in dem Soundtrack, was irgendwie schlecht war. Ich habe mir auch die CD gekauft. Weiß nicht, wie es euch da geht. Also da war ja so Placebo und sowas mit drin und alles Mögliche. Habt ihr den überhaupt mal gesehen oder
Ja, klar. Ja, okay. War ja auch ein Remake von einem französischen Film, Gefährliche Liebschaften, aber Eiskalte Engel, so auf modern gemacht, war schon richtig gut. Und wer den noch nicht kennt, ruhig mal anschauen, jetzt in 4K auf der großen Leinwand. Top Soundtrack. Ich glaube, wer den schaut, der, na gut, heutzutage wird er keine CD mehr kaufen, der wird sich dann vielleicht die Spotify-Playlist mal ziehen oder so. Und empfehlenswerter Film. Okay, jetzt sind wir auch durch, oder? Irgendwelche Einwände hier? Nein. Okay, Heimkino. Heimkino. Nochmal die Frage, hattet ihr diesen Film Tyler Rake Extraction damals auf Netflix gesehen, als wir alle im Lockdown waren, es nichts anderes gab und dann dieser Actionkracher auf Netflix kam? Ich kann mich ehrlich nicht mehr erinnern. Ich auch nicht. Ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, einen Film gesehen zu haben, der so heißt. Um was ging es denn da? Da ging es um Action und Tyler Rake, also Chris Hemsworth, als quasi Übersöldner, der irgendwo immer hingeschickt wird, um irgendwelche Leute irgendwo rauszuholen. Und der dann gegen hunderte Gegnermengen, ich glaube, das war damals in Indien, wenn ich mich recht erinnere, aber ist auch schon wieder dünnes Eis, wo er dann irgendwelche Leute da rausholt. Viel Geballer und viel Munition auf unendlich gestellt bei Gewehren und viel so, ja, es sind 100 Gegner da und er ist alleine, aber die Gegner greifen alle einzeln an, wenn sie ihm einen reinhauen wollen und so weiter. Also, ich würde es mal zusammenfassen als Action-Quatsch deswegen, damit ist er eigentlich auch schon Teil 2 zusammengefasst. Bloß, dass sie hier, denn es passiert was am Ende von Teil 1 und jetzt machen sie hier, wo man sich schon gefragt hat, wie kann es da einen Teil 2 geben? Aber sie finden einen absurden Weg, wie es hier einen Teil 2 geben kann. Also wer Teil 1 gesehen hat und sich jetzt fragt, Moment mal, wie kann es da Teil 2 geben? Na, wenigstens mal reinschauen, ne? Und mal den Anfang gucken, wie sie das wieder machen. Ich bleibe extra spoilerfrei. Ansonsten, ja, unheimlich viel Bloodshed und Prügeleien und Schießereien und sonst was alles. Also hier ist es dann so, hier ist eine von seiner Frau, die Schwester, die hat einen Typen geheiratet. Oh, mal gucken, ob ich das noch zusammenbringe, weil die Story war eigentlich völlig irrelevant. So ein Gangster irgendwie und der sitzt in Georgien im Gefängnis und der hat halt seine Frau und das Kind halt auch mit ins Gefängnis geholt, damit die halt nicht draußen sind und so, um die zu beschützen vor irgendwelchen Gegnern, aber in Wirklichkeit will er die einfach nur unter seiner Kontrolle haben. Und diese Frau und das Kind soll er aus diesem georgischen Gefängnis rausholen und ja, dabei geht ein bisschen was schief, weil er bringt da auch ein paar Leute um, die er besser nicht hätte umbringen sollen. Und irgendwann sind dann die ganzen georgischen Mafia oder keine Ahnung, was das ist, dieses Gangster-Syndikat ist dann, folgt ihm dann quasi. Und das ist so ein bisschen, ja, sie flüchten erst von dem Gefängnis zu Punkt A, dann werden sie dort entdeckt, müssen viel Schießerei, flüchten zu Punkt B, werden dort entdeckt, Schießerei, viel Flucht zu Punkt C und so weiter. So geht das halt dann immer voran, der Film. Und ja, es ist ja auch sehr dünn, sehr, sehr, sehr dünn. Also ganz seichtes Gewässer, würde ich mal sagen. Ich weiß, es ist trotzdem aber in seiner Choreografie von den Kampfszenen ist es schon nah an der Perfektion, ist richtig gut gedreht auch, aber die Story und das ist alles so dämlich und ich weiß auch nicht. Einerseits, wenn es ein bisschen kürzer gewesen wäre auch und ein bisschen stringenter und wenn sie ein paar Sachen ausgelassen hätten und nicht so viele dämliche Sachen drin, dann hätte es durchaus gut sein können, aber ja, der kann nichts, der Film, und deswegen ist nicht nur Teil 2, sondern ja, ich gebe mal vielleicht 3 Punkte. Ich gebe mal nicht 2 Punkte, ich gebe 3 Punkte, ja. Es ist ein okayer Film, den kann man mal so laufen lassen und da knallt es ein bisschen und so, aber sonst. Ich hoffe, dein Film war besser, Kate. Ich warte gespannt auf The Life After, den es auf RTL Plus gibt. Lief der auch mal im Kino oder ist das nur von denen? Ich glaube, der ist direkt zu Streaming gewesen. Oh, spricht der für einen guten. Der ist in den USA relativ bekannt gewesen, der Film. Er ist von 2021, ist also schon ein bisschen älter. Hauptfigur ist Jenna Ortega, die ja gerade
gefühlt überall dabei ist. Und Jenna Ortega spielt die junge Vada, die zur Highschool geht und sie ist so eher so der lässige Typ, trägt so weite Hosen, Oversized-T-Shirts, Haare lang, offen, kein Make-up, ist eher so ein, wir hätten wahrscheinlich früher gesagt, so eher so ein Skater-Girl, aber sie fährt nicht Skateboard, also egal, aber so vom Style her sehr locker. Und sie hat einen besten Freund, der ist, ich schätze mal, schwul. Mit dem macht sie eigentlich ständig immer irgendwas. Der hat auch einen sehr besonderen Style und so. Und die leben halt einfach so ihr Leben. Sie hat eine kleine Schwester, Vater, Mutter, ganz normal. Und eines Tages ist sie in der Schule und kriegt einen Anruf von oder eine Nachricht von ihrer Schwester. Sie soll sich bitte schnell melden. Und dann fragt sie die Lehrerin, ob sie kurz auf Toilette gehen kann und auf dem Weg zur Toilette ruft sie dann erstmal ihre Schwester an, was da los ist. Und die hat dann einfach ein kleines Problem und will quasi mit ihr kurz darüber reden, kleine Schwester halt, ne? Und sie geht dann nicht zurück ins Klassenzimmer, sondern auf die Toilette, wo sie auf Mia trifft. Das ist so ein bisschen, das, also nicht ganz abgehoben, aber schon relativ It-Girl in der Schule. Also zwei komplett konträre Personen, die so sonst nie miteinander kommunizieren würden. Und die halten so ein bisschen Smalltalk dort, als sie plötzlich Schüsse hören. Die beiden verbarrikadieren sich dann auf einer Schultoilettenkabine und haben minutenlang Angst um ihr Leben, denn sie hören lauter Schüsse. Draußen auf dem Flur schreien Menschen, Schüler, man hört Türen schlagen, man hört Schüsse. Dann ist Ruhe. Plötzlich geht die Tür auf vom Toilettenraum und ein anderer Junge rennt in eine Kabine rein und versucht sich da zu verstecken und sie versuchen leise zu sein, weil sie nicht wissen, wer das ist. Aber es ist auch ein anderer Mitschüler, der Schutz sucht. Sie holen ihn dann kurzerhand zu sich in die Kabine, dass sie zu dritt bleiben und sehen dann, dass er voll mit Blut ist und denken, er ist verletzt, aber es ist leider nicht sein Blut, es ist das Blut seines Bruders. Und so verbarrikadieren die drei sich auf dieser Klokabine, bis draußen die Sirenen losgehen und die Polizisten sie retten. Es ist ein Amoklauf gewesen. Ein Schüler ist durchgedreht und hat mehrere Menschen getötet, mehrere Schüler getötet, mehrere Lehrer getötet. Und nun geht es darum, wie verarbeiten die drei das? Also im Hauptfokus steht eben Jenna Ortega, die irgendwie alles fühlt und gleichzeitig gar nichts. Die versucht irgendwie damit klarzukommen, sich von allen abkapselt, die eh keine Ahnung haben, wie es ihr geht und eh nur wollen, dass sie weint oder lacht oder zum Therapeuten geht. Und sie freundet sich dann eben mit diesen beiden, die mit ihr diese 6 Minuten der Hölle durchgemacht haben, an. Und so findet man eben auch raus, wie die damit umgehen. Sie macht dann sehr viel mit der Mia. Der Mia, ihre Eltern sind nämlich nicht da. Die sind auf einer Geschäftsreise in Europa. Und sie nimmt sie so ein bisschen mit unter ihre Fittiche, dass sie nicht alleine ist. Und so versuchen sie beide, das zu bewältigen. Ob sie das schaffen oder nicht, erzähle ich natürlich nicht. Ich erzähle auch nicht, wie der Film ausgeht. Aber ich meine, so ein Thema kann eigentlich kein gutes Ende haben. Hallo? Das Thema, was sehr unter die Haut geht. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich weiß auch nicht, was ich da für Punkte geben soll, weil es einfach, der Film ist gut gemacht, man fühlt mit den Charakteren mit und man hofft einfach nur, dass es sich alle drei fangen und auch alle weiteren, die natürlich jetzt in dem Film nicht so eine Riesenrolle spielen, weil es hat ja auch Auswirkungen auf die Familie, auf die Eltern und so. Und sehr bedrückend, teilweise aber auch lustig. Also sie versuchen dann irgendwie mit ihrem ganzen Gefühlschaos klarzukommen und gibt es halt auch mal ein bisschen Dope oder so und viel Alkohol. Und es ist ein Gefühlschaos, dieser Film.
aber gut gemacht. Ah, klingt sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe, während du jetzt erzählt hast, habe ich das mal gegoogelt und habe ich festgestellt, ach, von dem Film habe ich schon viel gehört, weil der hat nämlich den Originaltitel, Chris, Achtung, der heißt The Fallout. Deswegen, ja. Das ist bei mir, wo das immer mal durchgeflogen ist, dachte ich, was, da gibt es einen Film? Und dann, ach nee, das geht nicht, ach so, okay. Aber ich habe nicht mitgekriegt, dass der irgendwie lief oder so. Genau, ich habe auch geschaut, gibt es wirklich nur auf RTL Plus gerade im Free, ja. Also im Paket enthalten. Aber ja, mal schauen, ob ich da mal mir den mal für Geld mal ausleihe. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Gut, da sind wir ja schon durch mit den Filmen für heute. Ah, aber wir haben noch Serien. Haha, was haben wir nicht alles für Serien? Oder habe ich was vergessen, bevor ich den Bumper drücke? Einwände? Nee. Gut. Serien. Okay. Kate, ich bin da dran schuld, muss ich sagen. Ich habe, ich folge auf Instagram dem Sender Sci-Fi und die hatten da so ein Bild veröffentlicht zu der neuen Serie The Ark und haben so drunter geschrieben, hey, wir hatten ja jetzt hier die erste Folge und so und wie fandet ihr es und so. Ich habe gedacht, habe ich noch nie davon gehört, von der Serie. Ich habe gedacht, ich frage mal unsere Expertin hier, die Kate, die ja immer so Serien da gleich wegsuchtet, wenn da irgendwas kommt. Und sie kannte es aber auch nicht. Und ich habe das aber nicht als Aufforderung verstanden, dass sie das jetzt gucken soll, aber sie hat es gleich mal gemacht. Hat doch klar. Nee. Und sie hat dann gleich mal reingeschaut. Mal gucken, was sie sagt. Auf geht's. Oh Gott. Okay, also man muss dazu sagen, es gibt eine Folge bisher, es kommt irgendwie jede Woche eine neue Folge. Ich habe diese eine Folge, sagen wir mal, geschaut. Ich möchte noch nicht zu viel vorwegnehmen. Es geht um, wie es schon heißt, eine Arche, The Ark. Es ist eine Sci-Fi-Serie, also es ist ein Raumschiff, bevölkert mit Menschen im Kryoschlaf, die sich auf den Weg machen, auf einem anderen Planeten eine Kolonie zu eröffnen. Oh, na, klingt bekannt. Ja, kam schon tausendmal vor, habt ihr vollkommen recht. Dann passiert natürlich irgendwas, denn auf dem Weg dorthin, man weiß nicht genau, es ist ein Kurzschluss, es ist ein Asteroid, es ist ein Trümmerteil, was auch immer, wird das Schiff beschädigt, woraufhin die Schlafkabinen auch einen Knacks wegkriegen und ein Teil der Crew aufwacht aus ihrem Kryoschlaf und sich gerade noch so retten kann, bis diese Kammer, in der all diese Kryokammern sind, implodiert und sich gerade noch so retten können, wie gesagt. Und das sind alles so diese jungen Talente, also irgendwelche, sind alle so Anfang 20, Mitte 20, so die nachfolgende Generation, auf der dann die neue Weltordnung aufbauen soll auf dem neuen Planeten. Ne? So. Es gibt dann noch eine zweite Schlafkammer, das sind dann die höheren Abteilungen, die Lehrer, die Forscher, die Ingenieure, sind alle da drin. Die haben es nicht rausgeschafft, die sind alle weg. Oh, Chris, das heißt, die Lehrer haben es nicht geschafft, verdammt. Nee, und das junge Volk muss jetzt quasi damit vorauskommen und sie stellen dann leider fest, dass sie bei aktueller Geschwindigkeit erst in einem Jahr ankommen würden auf ihrem Planeten. Auf dem Schiff aber nicht ausreichend Ressourcen, was Wasser und Essen angeht, um dieses Jahr für alle zu überbrücken. So, auch das klingt alles schon, wie man es kennt. Wir müssen ein paar durch die Luftschleuse gehen, oder? Schauen wir mal. Erst kürzere Stäbchen dann zieht. Habe ich mich sehr an den Marsianer erinnert gefühlt, denn ein junger Botaniker hat natürlich das klingt gut. Extrem jetzt hast fruchtbare du mich Erde dabei. Hat er seine eigene Kacke kultiviert? Er hat einen Garten erstellt. Mit seiner eigenen Kacke. Aber er hat natürlich natürlich direkt Freundschaft mit einer geschlossen, die in der Abteilung Entsorgung arbeitet und schon sagt, er braucht Dünger. Und also okay, rein storytechnisch, nichts Neues, alles bekannt, komplett vermischt mit der Marsianer, The Passenger, The 100, also alles in einem. Und
jetzt kommen wir zum Visuellen. Wir haben Dialoge aus der Hölle. Wir haben Animation, da habe ich bessere Low-Budget-Computerspiele gesehen, die besser animiert waren. Wir haben Effekte, die sowas von unterirdisch sind, dass sie gar nicht ins Fernsehen kommen dürften. Und ich habe nach 30 Minuten abgeschalten. Deswegen auch, ich habe die Folge gesehen, in Anführungsstrichen. Es ist grausam. Also ich kenne ja Stargate, und das sind ja tatsächlich Serien, die sind fürs reine Fernsehvergnügen Samstagnachmittag ausgelegt. Aber selbst dafür ist es zu schlecht. Ich muss es leider vollends zerreißen, es ist grausam. Der Chris hat auch reingeguckt. Oh, aber da war dann bei der Stelle mit den Lehrern, war der raus. Weil es so schlecht war. Nein, tatsächlich habe ich mir das auch angeguckt und. Was? Hier sterben Lehrer? Bin ich raus. Ja, mein Gott, wenn. Ja. Ich soll lieber nichts Falsches sagen an der Stelle. Lieber gar nichts zu diesem Thema sagen. Ich kann nur so viel sagen. Ich habe definitiv schon Computerspiele gespielt, die besser gemacht sind wie diese Serie. Und. Uiuiui. Es ist so wirklich ein wildes Potpourri der Vorhersehbarkeit mit für mich null Spannung und ich, keine Ahnung, also ich werde das nicht weitergucken, es hat mich überhaupt nicht gejuckt, nach 20 Minuten war ich nur noch am Handy. Es hat mich überhaupt nicht gecatcht und ich wünsche dem Erik an dieser Stelle jetzt schon mal viel Spaß, wenn er da mal reinschaut. Ich schaue da rein, ich kenne da nichts. Ja, ich weiß, dass du da nichts kennst. Wahrscheinlich kommst du dann und sagst, ey, ich verstehe euch gar nicht, das war mega gut. Dann verstehe ich halt den Erik überhaupt nicht mehr. Aber das glaube ich nicht. Das steht auf einem anderen Blatt. Es ist, ja, also ich finde sogar, dass das so ein bisschen, ja, wenn sie wenigstens Dialoge von GZSZ geklaut hätten, hätten sie wenigstens vielleicht noch was zum Lachen gehabt, aber so ist es eher nicht. Meins. Ihr müsst mal, und liebe Hörer, vielleicht ihr auch, Hörerinnen, ihr müsst mal bei IMDb die Kritiken dazu durchlesen. The Ark mit K, A-R-K. Da sind viele drin, die sagen so, ja, 2 bis 3 Punkte, ganz schlecht. Aber die höher sind, so 6 bis 8 oder so, die sagen, man sollte dabei bleiben. Die sagen, das ist am Anfang scheiße, the first couple of episodes hier, bad acting, bad plot, bla bla bla. Aber das soll angeblich besser werden. Deswegen, vielleicht warte ich mal noch, bis ein paar Folgen raus sind und gebe dem dann mal eine Chance oder so. Mal gucken. Entschuldigung, also allein die Szene, wo das Raumschiff irgendwo durch den Weltall fliegt, das sieht aus, als würde ein 5-Jähriger sein Lego-Schiff hin und her bewegen vor einem Weltraumscreen. Ich kann es leider noch nicht beurteilen. Ich muss erst mal gucken. Aber es ist ja häufig so, gerade auch bei Sci-Fi, die haben ja jetzt nicht so viel Geld für die Produktion. Die geben erstmal so ein paar Folgen erstmal einen Auftrag für wenig Geld. Und wenn die sehen, okay, das kommt relativ gut an, das schauen viele, dann werfen sie ein bisschen mehr Geld drauf. Das war ja bei anderen Sci-Fi-Serien auch so. Es könnte halt wirklich sein, dass es dann auch vom Produktionsaufwand her wirklich besser wird. Also mal schauen. Ja. Aber vielleicht ist es auch einfach totale Scheiße. Ich kann es absolut noch nicht. Die Charaktere, das ist so in eine Schublade gegriffen. Das ist unfassbar schlecht. Ich guck mal rein. Wirklich? Aber Chris, hast du jetzt was gemerkt? Das erste, was die Kate hatte, da war irgendwie ein Schulmassaker, wo irgendwelche Lehrer umgekommen sind. Das zweite ist hier die Serie. Es zieht sich gerade wie so ein roter Faden hier. Das ist schon voll okay. Damit kann ich umgehen. Ja. Aber was haben wir denn noch? Ich glaube, die andere Serien sind ein bisschen besser, die wir heute im Angebot haben. Secret Invasion. Chris, magst du mal was sagen dazu? Ja. Toll. Danke. Oder willst du nicht? Nee, du kannst doch sagen, nee. Nein, alles gut. Secret Invasion ist neu gestartet an diesem Mittwoch auf Disney Plus und es ist die nächste Marvel-Serie, die wir bekommen. Die nächste Serie, die im MCU spielt und diesmal rückt sie einen ganz besonderen Charakter in den Mittelpunkt und zwar niemand anderen als Nick Fury, gespielt von Samuel L. Jackson.
In der Serie sehen wir auch noch muntere Gäste wie Ben Mendelsohn, Emilia Clarke und wie sie alle heißen. Martin Freeman ganz zu Beginn auch. Kobe Smulders. Genau, danke. Jetzt haben wir dann bald alle durch. Und ja, es geht quasi darum, dass die Menschheit unterwandert wird von den Skrull. Und darf ich mal fragen, haben wir von denen schon mal was gehört? Versuchen. Die sind ja schon länger da, die sind ja schon da seit Captain Marvel und leben eigentlich friedlich unter uns, aber man weiß ja auch nicht, wer, wie und was. Aber es gibt dann so eine Absplitterung, so eine Gruppierung, die sagt, nee, finden wir alles ein bisschen kacke. Und die wollen mehr oder weniger unsere Erde als ihren eigenen Planeten haben und zetteln deswegen auf der Welt verteilt immer wieder Sachen an, wo komische Konflikte zustande kommen, wo zuerst nicht unbedingt als Muster oder wie ein Muster aussehen, sondern dann tatsächlich auch ein kleines Muster ergeben und einer kommt eben da drauf und der muss dann natürlich auch beseitigt werden. Und dann ist das große Ziel eben, einen Krieg zwischen Russland und den USA zu provozieren. Und ja, dementsprechend wird das dann ein bisschen unschön auf der Erde, weil man in dieser Serie von den ersten 10 Minuten an quasi schon merkt, okay, man kann hier keinem vertrauen. Man weiß nicht, ist das jetzt ein Formwandler, wie die Skrulls eben sind, oder ist es der Originalcharakter? Was ist wirklich mit Nick Fury los, der etwas abwesend manchmal wirkt, ein bisschen seltsam daherkommt von seinem Urlaub in Anführungszeichen im All? Es ist sehr, sehr vieles eher seltsam, sagen wir mal so. Es hat einen sehr, sehr dunklen Touch. Es hat ein ziemlich krasses Ende, die erste Folge, das ich nicht spoilern möchte. Mit dem Ende bin ich nicht zufrieden. Nur, ich bin gespannt, wie sich das noch alles zusammenfügen wird und was das auch für die Zukunft des MCUs wieder bedeutet. Weil es tatsächlich, nochmal, es stellt Nick Fury einfach in die Mitte und man kommt mal ohne diese Superhelden auch aus, ein Stück weit. Und das ist schon durchaus spannend. Also ich fand die erste Folge schon so, okay, freue mich auf mehr, bin aber auch zuerst mal zurückgeblieben so, the fuck? Why? Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ja, eingeschlafen, alle beide. Sehr schön. Ich habe gerade geguckt, bei mir läuft gerade der Drucker los. Ich habe ja hier einen Netzwerkdrucker, da druckt jetzt gerade jemand was aus. Deswegen, was ist das für ein Geräusch hier? Hört man das? Nö. Ja, wer weiß. Jedenfalls, ich mochte die Stimmung, dass das so ein bisschen, es war so ein bisschen düsterer, ein bisschen dunkler. War natürlich ein extremer Kontrast, weil wir hatten jetzt erst The Flash im Kino, DC, und das ist ja nun, eigentlich war immer DC so ein bisschen das Düstere und die haben jetzt so ein bisschen so einen coolen, quatschigen Film abgeliefert und jetzt auf einmal kommt Marvel mit so einem ganz düsteren Ding um die Ecke. So, man kann keinem trauen und alle reden sehr langsam und ist alles dialoggetragen und ich mochte sehr, wie es gefilmt ist und auch die Kameraeinstellung und auch das Acting und so, mochte ich alles sehr. Wirkte zeitweise so ein bisschen wie irgendeine Film-Noir- Detektivgeschichte, so ein bisschen von den Einstellungen her, die das hatte. Ich habe absolut noch keinen Plan, was ich überhaupt gesehen habe, was mich da erwartet und in welche Richtung das gehen könnte. Ich habe hier absolut null Plan. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Also mir hat es auch echt gut gefallen. Ich würde gern mehr sehen und ich hoffe, dass da noch mehr Info kommt, was mit Nick Fury los ist. Ich habe eine Vorstellung, was kommen könnte, aber das kann auch einfach nur mein wirres Hirn sich ausgedacht haben. Aber es würde mich schon interessieren, warum er so nach dem Blip so strange drauf ist. Und grundsätzlich halt auch das mit den Skrull. Du weißt halt nie,
wer ist wer und wer ist der Echte und ist das jetzt ein einer von denen oder nicht, verhält der sich irgendwie anders und versuchst so ein bisschen drauf zu achten, um zu erkennen, ist das jetzt der echte Charakter oder ein Doppelgänger und so. Das ist schon ganz cool gemacht, aber wie gesagt, ich bin mit dem Ende der ersten Folge überhaupt nicht glücklich, aber mal gucken, was da noch kommt. Ja, wann kommt da mal die neue Folge? Mittwoch, oder? Mittwoch habt ihr es. War das Mittwoch? Mittwoch, genau. Ja. Gut, müssen wir jetzt mal abwarten. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal vielleicht mal kurz das Thema aufgreifen, in welche Richtung es weiterging. Mal schauen. Secret Invasion. Auf jeden Fall mal reinschauen. Disney Plus bietet euch diese Serie. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, so Timeline-mäßig spielt das irgendwie so nach She-Hulk, nach der Serie. Es spielt anscheinend 2023. Okay. Also jetzt, ist ja quasi jetzt, ach du meine Güte. Na gut, apropos immer mal wieder Update geben, die neue Folge von Silo ist der absolute Hammer. Und da übel. Kommt jetzt langsam mal ein bisschen Klarheit rein. Wahnsinn. Ich bin gespannt, da geht's bestimmt, also ja, nee, ich will mal nichts verraten. Also wer Silo guckt auf Apple TV Plus, das ist ein absolutes Highlight. Gerade auch, obwohl die Kate kennt ja nun die Fallout Spiele überhaupt nicht, aber ich mag... Aber ich kenne dafür Silo, das Buch. Ja, ich mag aber so diese Fallout-Serie mit den Vaults und so weiter, wo die Leute drin leben und genauso ist ja quasi das als Serie hier und das mag ich sehr. Sehr cool, sehr cool. Und jetzt haben wir aber noch Black Mirror im Angebot. Kate, magst du da was dazu sagen? Du hast, glaube ich, alles schon gesehen, oder? Ich habe alles gesehen. Von der neuen Staffel. Neue Staffel, Staffel 6. Und wir haben wie lange drauf gewartet? 5 Jahre jetzt? Ich habe nicht drauf gewartet, das war halt einfach da. 5 Jahre. Ich habe drauf gewartet, weil ich bin ein riesen Black Mirror-Fan. Wobei man sagen muss, die ersten 2 Staffeln sind einfach noch die besten. War das die erste Folge mit dem Schwein? Ja. Wo dieses Kidnapping ist mit dem Schwein. Ja, wo du genau, dachtest, das war die erste Folge. What the fuck am I looking at here? Das war richtig, richtig krass. Also kurz für die Leute, die nicht wissen, was es bei The Black Mirror, also bei Black Mirror geht, es sind einzeln abgeschlossene Episoden von möglichen Szenarien, hirnverbrannten Ideen von irgendwelchen Writern, die alle so ein bisschen zukunftsorientiert sind. Also zum Beispiel, wie gesagt, es gibt also in einer der alten Staffeln gibt es eine Folge, da werden quasi, hast du quasi so eine Linse im Auge, wo du jeden erkennst und wie er heißt und du kannst dann Sterne geben und du musst ein bestimmtes Rating haben, dass du den Job bekommst, das Haus bekommst und so. Und du musst also draußen, wenn du rausgehst, immer höflich sein, immer lieb sein, damit du immer gute Sternebewertungen bekommst. Und so ist quasi vom Prinzip her, sind die Folgen immer so ein bisschen dystopisch oder eben zukunftsorientiert und jede Folge ist abgeschlossen. Und es gibt halt einfach so Gehirn, also so Gedankenspiele, nenne ich es jetzt mal. Und die 6. Staffel startet mit einer, finde ich, extrem coolen Folge. Die heißt Joan is Awful. Ich habe da eine sehr witzige Zusammenfassung gelesen, die ist 1,5 Sätze. Die Truman Show lässt grüßen. Joan muss feststellen, dass ein Streaming-Anbieter ihr Leben verfilmt hat und dabei ihre tiefsten Geheimnisse enthüllt. Das ist relativ gut zusammengefasst, allerdings ist es keine Verfilmung, sondern eine Serienadaption. Das heißt, ihr erlebt einen Tag, geht abends nach Hause, setzt sich hin, tut auf einem Streaming-Anbieter eine Serie starten, die witzigerweise so heißt wie sie selber. Und der Hauptcharakter hat die gleiche Frisur wie sie und das findet sie irgendwie interessant und dann startet sie das. Und dann ist es einfach exakt der Tag, den sie gerade erlebt hat. Und der wird quasi als Serie produziert. Und sie versucht dann rauszufinden, wie das passieren kann. Und alle finden dann eben raus, was sie so den ganzen Tag macht. Und das zerstört ihre Beziehung. Und sie wird dann gekündigt und keine Ahnung. Und das ist halt. Und sie findet dann raus, wie das alles sein kann und versucht dagegen anzugehen. Und das Ende der Folge ist halt extrem cool gemacht. Hat mir extrem gut gefallen. Die weiteren Folgen sind nicht ganz so abgedreht. Es gibt dann noch eine Folge, die heißt The Beyond the Sea. Da geht es um 2 Astronauten. Darf ich auch was sagen? Aaron Paul und Josh Hartnett. Darf ich auch was sagen?
Ja. Zur ersten Folge, die habe ich nämlich ja, auch. Ich habe die klar, ersten natürlich. Zwei Folgen gesehen, ja. Ja, die erste ist echt total verrückt. Und dann, also mit diese quasi mit der Serie in der Serie in der Serie, das war fast so ein bisschen Inception-mäßig da und man weiß gar nicht, wer spielt jetzt wo. Und was ich da das Gute finde auch, dass, also die Black Mirror sind ja immer auch schon ein bisschen technologiekritisch und so, gerade so Technologieentwicklung. Und das ist natürlich hier dann auf die Spitze getrieben, weil sich Netflix da ja quasi auch so ein bisschen selber in die Pflicht nimmt, so nach dem Motto, ja, wir haben jeden Streaming-Nutzer, haben wir die AGBs gezeigt und steht drin, wir dürfen dein Leben nutzen. Ja, genau. Und dürfen daraus eine Serie machen. Und ja, das war so krass und sehr, sehr cool, so verschachtelt. Ich dachte mir, ah, wie wollen sie das denn auflösen? Aber sie haben es echt gut hingekriegt, wie meistens so bei Black Mirror, wo du denkst, oh Gott, wie wollen sie denn da irgendwie einen Abschluss finden? Dann guckst du, wie viel Restzeit noch ist. Da sind irgendwie noch 5 Minuten. Denkst du, wie wollen sie 5 Minuten jetzt da noch einen Knopf dran machen? Dann kriegen sie es doch irgendwie hin. Aber echt cool. Auch gute Darsteller, genau. Bis hin zu Nebendarsteller, Michael Cera und so. Richtig, richtig gut, ja. Und Selma Hayek war ja auch mit dabei, wie auf jeden du schon gesagt Fall, hast. Ja. Und dann Selma Hayek sieht dann sich selber als, wer hat gespielt? Cate Blanchett, glaube ich. Ja, ich glaube irgendwie. Und das ist also echt cool gemacht, ja. So, also ich will jetzt auch die zweite Folge nicht überspringen, aber ich möchte kurz zu der dritten Folge was sagen, um dann zu erklären, warum ich die zweite übersprungen habe. Die dritte Folge ist, wie gesagt, über zwei Astronauten, gespielt von Aaron Paul und Josh Hartnett und Kate Mara. Und die ist auch so Sci-Fi-mäßig. Also das sind quasi zwei Astronauten, die auf einer Raumstation leben, dort irgendwelche Arbeiten vollziehen und während sie sich ausruhen, quasi ihr Geist transportiert wird in ein Double von sich selber auf der Erde, sodass sie ihr Familienleben weiterleben können. Ach, okay. Und da geht dann halt einiges schief und es endet dramatisch und es ist richtig, richtig gut gemacht. Also Aaron Paul, Hut ab. Und Josh Hartnett mal wieder zu sehen, richtig, richtig cool. Und das ist dann jetzt aber auch das Problem, was ich habe, ist, das sind die einzigen beiden Folgen, die so sehr Sci-Fi, Mystery und Next-Level-Erde sind. Die anderen drei Folgen sind cool, aber irgendwie nicht so krass Mystery. Also zum Beispiel die zweite Folge, du hast sie gesehen, Loch Henry. Fand ich ehrlich gesagt ganz cool, aber ich habe relativ am Anfang gewusst, worauf es hinausläuft. Und das fand ich mega schade. Ja, und es hat, mir hat einfach diese vielleicht Technik und dieses Future-Ding gefehlt. Ja, aber gut, Black Mirror war jetzt nicht immer nur, wenn ich da an die Folge mit dem Schwein denke und dem Politiker da. Ja. Das war jetzt nicht immer nur irgendwie das alles Sci-Fi und alles völlig übertrieben und irgendwelche Sachen. Aber waren natürlich auch coole Sachen dabei, aber solche Sachen sind halt auch so absurde Sachen und halt sind halt einfach immer so Kurzfilme, die da reinpassen in die Story. Und hier ist halt so, bei Loch Henry, das spielt halt irgendwo, ich glaube in Schottland oder so, wo halt diese ganzen hier Loch Ness und so weiter, deswegen auch Loch Henry, so ein kleiner Ort und da kommt so ein Pärchen zurück. Er hat da in dem Ort gelebt und er kommt halt zurück mit seiner Freundin, seinen Eltern und so weiter und der ganze Ort ist aber total ausgestorben. Das heißt, sie gehen in die Kneipe rein, wo sein alter Freund da noch die betreibt, aber da ist auch keiner mehr in dieser Kneipe und alles geht den Bach runter, weil keiner kommt mehr hin. Woran liegt's? Ja, es gab ein paar Mordfälle mit schlimmen Folterungen in so einem Haus, in diesem Dorf und das hat sich halt ein bisschen rumgesprochen, deswegen will da keiner mehr hin, in diesen Ort. Und dieses Pärchen, das sind Filmemacher und die wollten eigentlich einen anderen Film drehen und kommen dann darauf, vielleicht darüber einen Film zu drehen. Ja. Genau. Dann gibt es noch eine Folge, die heißt Maisie Day. Da geht es um eine Hollywood-Schauspielerin, die aus dem Rampenlicht verschwindet und eine Paparazzi-Frau, die will rausfinden, wo die hin verschwunden ist, weil für das erste Foto von ihr nach ihrem quasi Verschwinden gibt es richtig, 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 richtig viel Kohle. Und das lässt sie sich nicht entgehen, also versucht sie rauszufinden, wo die ist und kommt dann hinter ein ganz schreckliches Geheimnis. Ist auch ganz cool. Ja, ist ein cooler Kurzfilm quasi. Hat mir auch gut gefallen. Und die fünfte Folge, die finde ich am schwächsten.
Demon 79. Es geht um eine Schuhverkäuferin, die durch Zufall eine Rune findet und sich mit dieser quasi durch das Finden verbindet. Und in dieser Rune lebt ein Dämon. Und sie hat jetzt folgende Aufgabe. Der Dämon sagt, du musst jetzt heute innerhalb der nächsten 3 Tage, jeweils innerhalb von 24 Stunden, 3 Menschen töten, ansonsten geht die Welt unter. Ach, das erinnert mich doch sehr. Wie hieß der Film, den wir in der Sneak Preview hatten? The Cabin? Knock at the Cabin? Ja, genau. Und sie glaubt es halt nicht. Und dann sagt er, okay, ich zeig dir die Zukunft. Und dann zeigt er ihr halt, was sie erwartet oder was passiert, wenn sie das nicht tut. Und dann versucht sie halt, das irgendwie wahr werden zu lassen und sucht Leute aus, die den Tod verdient hätten. Dummerweise zählt dann aber der eine oder andere Tote nicht, weil der selber schon Verbrechen begangen hat, wie Mord oder so, und die zählen nicht. Damit können die Dämonen ja nichts anfangen. Sie brauchen ja unschuldige Seelen quasi. Und es ist teilweise sehr absurd, teilweise sehr lustig, aber tatsächlich die schwächste Folge. Ansonsten hat mir die Staffel eigentlich ganz gut gefallen. Wie gesagt, alles in allem war es eine gute Staffel, aber wir hatten schon bessere. Okay, na, ich habe noch nicht alles gesehen. Ich kann, ja, guck mal weiter. Kann auch nicht, ja, mache ich auf jeden Fall. Ich kann auch nicht abschließend urteilen, aber ja, ist auf jeden Fall sehenswert. Das ist so eine kleine Insel in diesem ganzen Einheitsbrei von Streaming-Anbietern, Angeboten und so. Deswegen, das kann man schon mal durchaus mal gucken. Okay, Empfehlung von uns für Black Mirror auf Netflix, die neue Staffel. Und wenn ihr überhaupt noch nichts davon gesehen habt, dann auf jeden Fall ran. Auf jeden Fall ran. Auf jeden Fall. Anschauen, jetzt, sofort. Ja. Okay, dann sind wir schon im sonstigen Bereich. Ich brauche es mal kurz irgendwie einen Trenner hier dafür. So. Ihr habt als erstes was eingetragen. Wollt ihr was zu sagen? Genau. Also ich wollte eigentlich nur kurz unsere Hörern Bescheid geben, dass ich eine kleine Podcast-Folge einlege. Wir haben hier familiär ein bisschen was vor uns und deswegen werde ich wahrscheinlich so 3, vielleicht auch 4 Folgen nicht dabei sein. Chris hoffentlich schon, wenn alles gut geht, ist er ganz normal dabei. Aber yeah. Ich muss eine kleine Pause einlegen und da wollte ich einfach nur die Hörer das wissen lassen. Okay, vorwarnen. Wir gucken einfach. Das heißt, dass ich 4 Folgen wahrscheinlich mit höherer Stimme rede, um den weiblichen Anteil auszugleichen. Oh, bitte. Wir schauen bitte. Einfach mal. Ansonsten ist ja auch keine Schande, wenn jetzt halt mal ein paar Wochen irgendwie mal keine Folge erscheint oder so. Das passt ja dann zur Not auch. Dann kommen wir lieber aus einer kleinen Pause dann wieder zurück. Ist ja auch kein Ding. Jetzt, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass es ein großes Problem ist, aber ich wollte dir Hörer halt wissen lassen, dass ich eine kleine Pause einlege und auch nächste Woche dann schon nicht mehr dabei bin. Falls sich da jemand die nächste Folgefortsetzung folgt hört, die erscheint etwas zeitversetzt, die wird vorher aufgenommen, vor der Pause. Genau. Nur, dass sich niemand wundert, da ist die Kate auch nochmal dabei. Da bin ich nochmal dabei. Ja, bin ich auch gespannt. Da. Das wird lustig, wir beide bei Fortsetzung folgt. Genau, da kam schon in unserer gemeinsamen Gruppe, jetzt muss ich hier mal aus dem Nähkästchen plaudern, kam schon, ey, wer hat denn diese Serie eingetragen? Dann habe ich geantwortet, ich. Oh, ja. Und so. Und dann hat sich die Kate gleich nicht mehr getraut zu sagen, dass sie die Scheiße fand. Da hat sie gleich sehr diplomatische Worte gefunden. Nein. Ich hab nicht gesagt, dass sie scheiße ist. Ich habe gesagt, dass sie extrem crazy ist. Ich kann zwischen den Zeilen lesen. Also ich gucke sie weiter. Also sie kann nicht scheiße sein, wenn ich sie weiter gucke. Na gut, dazu später mehr in der nächsten Folge. Fortsetzung folgt. Die nehmen wir am Dienstag auf, wenn alles klappt. Und erscheint dann irgendwann in der Woche später ungefähr meistens. Okay. Dann hatte ich ja vorhin mal so dieses Wort Kulturpass mal gedroppt. Ich hatte davon auch noch nicht so viel gehört gehabt, aber meine Tochter natürlich, die wird ja dieses Jahr 18. Und es ist nämlich so, von der Bundesregierung aus, ich werde es auch mal mit verlinken, gibt es dieses Jahr einen Kulturpass als quasi Entschädigung, weil ja die jungen Leute jetzt 2 Jahre lang während der Lockdowns keine Live-Kultur erleben konnten. Die konnten nicht auf Konzerte gehen, Kino und so weiter, war ja alles dicht. Und damit das ein bisschen angeschoben wird, damit sie ein bisschen was wieder nachholen können, bekommt jetzt jeder, der dieses Jahr 18 ist oder 18 wird, 200 € geschenkt. Und falls man sich sagt, ja, Moment mal, also Kino, das kostet ja manchmal 15 € oder wenn ich ins Konzert gehe, teilweise 80 € das Ticket. Ja, das könnte man denken. Aber es gibt eine Kulturpass-App und meine Tochter hat die auf ihrem Handy drauf und da sind die Tickets wesentlich günstiger, die die Jugendlichen kaufen können. Also nur ein Beispiel,
Ich habe Konzerttickets für Ende des Jahres und da habe ich dafür bezahlt, was habe ich bezahlt? Ich glaube 50 Euro für eins für mich. Und sie hat es in der App drin für 15 Euro. Ja, also wow. Das sind schon sehr faire Preise für die Jugendlichen und ich finde das eine Top-Aktion. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass jetzt die jetzt zum Beispiel 19 sind, dass die das nicht mehr nutzen können. Dass man nicht sagt, okay, man macht hier mal auch mal noch 200 Euro. Wie viel kann das insgesamt schon sein, dem einen Jahrgang auch noch 200 Euro zu geben, wenn es an anderer Stelle massiv rausgehauen wird, das Geld für andere Dinge. Ich würde es besser finden, wenn man sagt, okay, so einen kompletten Range von 16 bis 20 oder so, meinetwegen, die kriegen jetzt alle mal die 200 Euro und können jetzt nochmal richtig schön Kino und Konzerte und alles mitnehmen. Und ist halt echt cool. Die Innenstadtkinos Stuttgart machen da auch mit, natürlich. Also da gibt es so einen speziellen QR-Code, den man dann in der App einliest und dann bekommt man diese speziellen Preise für die Kinotickets, wenn ich es richtig gesehen habe. Deswegen hier mal eine kleine Empfehlung, falls ihr noch nichts davon gehört habt und ihr seid da in dem Range oder falls ihr Eltern seid und habt Kinder, fragt die mal, ob die App haben und genau, dann könnt ihr das 200 Euro, geht auch ganz easy zu beantragen, ist ganz einfach. Man muss nur in der App, ich habe da aufgepasst, wie meine Tochter das gemacht hat, in der App einfach den Personalausweis, genau, einfach, das ist ja mit RFID oder so und wenn man ein iPhone hat, geht das ja, ansonsten den fotografieren, der ist ja irgendwie maschinenlesbar und dann ist es sofort da. Also geht sofort, instant, braucht man nichts mehr extra machen. Bitte nehmen Sie mich an die Hand, ich bin alt. Hä, was? Also, ich habe es bei meiner Tochter gesehen. Nee, ich musste ja zugucken, ich kann es ja selber nicht machen, ich habe zugeschaut, was sie da macht, um zu sehen, wie das funktioniert, interessiert mich ja, wie sowas geht. Genau, ich kann es ja selber nicht beantragen. Ich bin ein bisschen über der, über der Jahresgrenze. Okay, dann eine zweite Sache noch. Vielleicht haben es manche mitbekommen. Ich hatte so ein bisschen gepostet gehabt, ich glaube auf Twitter und so. Ich hatte ja, als ich in Ägypten war, so ein paar Videos gemacht, auch so mit dem Haiangriff und so, ein Videoclip gemacht, dann einen Tag danach und so weiter, damit da ein bisschen Ruhe reinkommt in das Ganze, weil da waren sehr viel Schwachsinn, der da verbreitet wurde und ja, dieses Video haben halt manche Leute genommen oder speziell auch eine Person genommen und hat das auf TikTok verändert noch, dass der Anfang weg war und dadurch war es etwas sinnentstellt und hat das dann ein bisschen hochgespeedet, dass meine Stimme auch ganz anders klang und hat das unter seinem Namen veröffentlicht und hat dafür auch einige Klicks bekommen. Um nicht zu sagen 3,5 Millionen. Und dann habe ich mir doch gedacht, Aufrufe, ja, 3,5 Millionen. Und dann habe ich mir doch gedacht, nee, das geht nicht. Ich bin ja in so einer Ägypten-Gruppe auf Facebook und da wurde ich dann darauf hingewiesen, hey, weißt du schon hier, guck mal, und da ist der Link und so. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da habe ich gedacht, naja, TikTok, ey, chinesisches Unternehmen, was willst du denn da machen? Und dann habe ich tatsächlich mal diese ganzen Schritte, die TikTok selber anbietet, zum Thema Copyright-Verletzung habe ich einfach mal durchgeturnt und das waren, also ich habe nach dem ersten Kontaktformular habe ich eine Rückmeldung bekommen, so ich soll noch mal ein paar Details mitschicken und wirklich Links zu meinem Original-Content und so weiter und habe ich gemacht, dann ist erstmal nichts passiert und dann kam nochmal eine E-Mail, die wollten nochmal das Gleiche wissen, dachte ich, ja, es läuft, alles klar, kümmert sich eh keiner. Da. Ja, dann habe ich es nochmal geschickt, dann kam eine sehr freundliche E-Mail zurück, ja, vielen Dank, es tut uns echt leid, dass wir das, wir sehen jetzt, dass der Original-Content bei Ihnen lag und so weiter und ja, wir haben das gelöscht und haben dem Copyright-Claim gegeben, dem Nutzer und das fand ich schon überraschend und auch mal erwähnenswert hier, weil ich dachte, ja, ach, chinesische Unternehmen, wenn ich da jetzt hier eine kleine wenn ich den hier Kontaktformular nutze und denen was schicke, das liest doch niemand oder so. Ja, und, doch müssen sie. Und wenn, dann kriege ich irgendwie eine computergenerierte Antwort, vielen Dank, aber wir können nichts machen oder so. Ja, die müssen aber was machen, das ist ja DSVGO, ne? Ja, aber die sind ja in China, die sind ja nicht in... Das ist egal, wenn die hier ihre Server betreiben, oder wenn die hier das in Europa machen wollen, müssen sie sich auch da ein Stück weit dran halten. TikTok-Server in Europa? Okay. Naja, auf jeden Fall. Glaubst du, dass du alles komplett nach China immer rüberschiebst? Naja, weiß nicht. Es reicht ja, wenn das in irgendwelchen Orten ist, die nicht zur EU gehören, wo die aber trotzdem über Zix gut angebunden sind, irgendwie in Rumänien oder was weiß ich. Ja. Na, jedenfalls wollte ich nur mal sagen, das hat geklappt. Und wenn ihr da irgendwie ein Thema habt, dann, ja, gebt nicht auf. Versucht es einfach mal, ne? Gerade heutzutage. Okay, dann sind wir bei den Musiktipps da. Music. Kate, was hast du denn da Schönes? Is this the real life?
Göttergatte. Das ist just fantasy. Hat mir eine wunderbare Liste auf Spotify erstellt, wo er jetzt immer Sachen reinschmeißt, die, und so heißt auch die Liste, mir gefallen könnten. Und da hat er zum Beispiel reingeworfen, Real Life von der Band Story of the Year. Okay. Wie kommst du da drauf, Chris? Auf die ganzen Empfehlungen so? Ach du, ich höre mich einfach auch mal durch und wenn ich dann auch so Empfehlungen kriege mit, das könnte dir gefallen, dann höre ich da auch mal rein, weil man soll ja neuem oder ja, neuem offen gegenüberstehen und alles. Definitiv, und, ja. Ja, und deswegen, warum nicht? Und wenn da auch was Vernünftiges dabei ist, dann warum auch nicht? Und deswegen gebe ich das auch sehr gerne weiter, weil ich weiß ja um ihren Musikgeschmack, deswegen passt das auch ganz gut. Okay. Da ich ja eh den besten Musikgeschmack der Welt habe. Hast du schon Tickets, Kate, für die Tour? Für Taylor Swift? Ich stehe auf der Liste für München, für den Vorverkauf. Okay. Und sie hat tatkräftige Unterstützung. Ja. Alles klar. Ah, weil der Meier, Grüße an der Stelle. Der ist auch Taylor Swift-Fan und der guckt auch nach Tickets und ich glaube, dass ich da schon so eine kleine Sache, Allianz. So eine Aussage getätigt und ja, da halte ich mich dran fest. Er hat nämlich gesagt, wenn er Tickets kriegt, dann nimmt er mich mit. Und da verstehe ich dann drauf. Okay. Ja, verstehe ich überhaupt keinen Spaß mehr. Genau. Ich habe heute im Gepäck einen Song. Oh, ich habe es so gefeiert, dass ich den beiden anderen hier im Podcast erstmal den Link zum YouTube-Video geschickt habe, weil ich mich einfach nur beäumelt habe vor Lachen, weil es einfach nur ganz, ganz großartig ist. Und es ist eine ganz arg großartige Kapelle. Electric Callboy mit Every Time We Touch. Okay, da steht ja auf Spotify Every Time We Touch in Klammern Techno-Version. Ist das das? Ja, das ist das. Okay. Hast du noch nicht reingehört? Nee. Noch nicht. Oh mein Gott, Erik! Ja, kennt ihr das nicht? Du bist irgendwo auf Arbeit, dann kommt das Ding, jetzt kann ich da nicht reinhören und dann irgendwann und dann rutscht das weg. Ja, dann. Ich mache das sogar bei einem Unterricht, ist mir egal. Okay. Es gibt Menschen, die haben Prio-Anwendungen, da gehört der Kinocast und der Chat dazu, das ist immer gleich das Erste, was ich gucke. Sehr gut. Ich habe aus dem Soundtrack von Cruel Intentions von Eiskalte Engel Placebo, Every You and Every Me. Jo. Ach, das ist schon geil. Every you geiler and Film. Every gleich me. Am Anfang vom Film so eine geile Szene, wo er da mit dem Auto fährt. Okay, das waren die Musiktipps für heute. Ihr dürft das alle abonnieren auf Kinocast Songs auf Spotify. Diese Playlist werden jedes Mal mehr. Und dann sind wir eigentlich durch für heute. Dann, gehabt euch wohl, bleibt im Kühlen, geht ins Kino. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss. Auf Wiederhören. Sehr gerne. Tschüss. Bis bald im Kinocast.